Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2. Lange ist es her, dass wir gefahren sind. Das lag daran, dass ich viele Arbeiten schreiben musste. Beziehungsweise, was heißt viele Arbeiten schreiben musste? Ich habe gelernt, ich habe gebaut. Dazu wird es auch nochmal ein anderes Video geben. Ja. Wir fahren auf der Karte Gladbeck 2016. Ups. 18:05. 96, 91, 96, 91. So, und wir fahren die SB91. Das ist SB. Ist das die 91? Ne, wir fahren jetzt die 91, keine Ahnung. Von OB Hauptbahnhof nach Buer Rathaus. Das dürfte dann wahrscheinlich die 09101. Gucken wir mal. Wir fahren die SB91 nach GE Buer Rathaus. Ja, super. So, dann gucken wir noch einmal Umschalt Z. Haben wir noch 9 Minuten. Stellen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor. Dann haben wir noch 2. Machen wir Facecheck nochmal an. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich mich immer so zur Seite lehne, das liegt daran, dass ich auf meiner Tastatur immer greifen muss im Moment, weil ich drehe gerade nicht an meinem G27, sondern an einem Buslenkrad, was ich umgebaut habe. Also jetzt. Ja, leider macht es noch ein bisschen komische Geräusche manchmal. Ich drücke nicht mehr an meinem G27 rum, sondern an einem echten Buslenkrad. Und das Dashboard habe ich hier auch liegen. Das wird Weihnachten dazu kommen. Weil ich dann die Platine bekomme. Das A-Case. So, jetzt noch eine Minute. Zack. Möchte jemand mit? Nö. Fahren wir ohne Leute, ne? Wir sind die SB91 rechts lang, stimmt. Das mit Facecheck jetzt blöd, weil ich immer nach unten gucken muss, weil ich die Tasten sonst nicht finde. Naja, ich versuche mal so wenig wie möglich darunter zu gucken. Ist ja auch ein bisschen anstrengend zum Anschauen für euch. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt Gladbeck. Und eigentlich wollte ich mit euch die Straßenbahn fahren. Das geht aber nicht, weil die Straßenbahn noch nicht drinne ist. Also die ist mit im Add-on drinne. Aber noch nicht, weil sie noch nicht fertig ist. So steht's im Forum von Gladbeck. Deswegen fahren wir jetzt erstmal Buslinien und dann Straßenbahnlinien. Ja, auf die Straßenbahn freue ich mich schon, weil wenn da steht, die ist noch nicht fertig, bedeutet es ja rein theoretisch, dass sie verändert sein muss. Also es kann nicht die sein mit diesem komischen Bild eingefügt da, sondern vielleicht kann man ja auch Tasten drücken oder so. Ja, das Glas, dann tut mir jetzt ein bisschen leid, dass man das so hört. Ist ein bisschen blöd. Weil mein Lenkrad ist halt auf dem Boden und das bewegt sich halt. Also es ist die Lenkstange, das Lenkrad, Buslenkrad ist auf dem Tisch fest und mit der Lenkstange zu meinem G27 verbunden. Und das G27 ist halt, bewegt sich leider auf dem Boden ein bisschen, wenn man lenkt. Und deswegen, ich weiß nicht, ich hoffe, man hört es nicht. Das macht so ein komisches und das knarrt so ein bisschen. Da hat man es gerade gehört. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht zu doll. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Ist sonst ja auch nicht so schlimm. Da muss ich noch mal gucken, ob ich da irgendwas verändert bekomme. Ach nee. Ach nee, bitte nicht. Die Haltestelle ist noch nicht umgesprungen. Ich hoffe, das liegt einfach daran, dass wir noch nicht nah genug an der nächsten dran sind. Nicht, dass ihr jetzt nicht genommen habt, dass wir schon an der Haltestelle standen. Das wäre nämlich ziemlich ärgerlich. Naja, wir werden sehen. Und sonst muss ich noch mal den Fahrplan neu annehmen. Und so.
Ja, eigentlich wollte ich gestern schon was aufnehmen, aber ich hatte gestern einfach keine Lust mehr, weil ich hatte zwei Aufnahmen hinter mir. Einmal war die Aufnahme ruckelig, weil ich es nicht richtig eingestellt habe. Und dann ist mir beim dritten, nach der zweiten Aufnahme aufgefallen, dass ich das falsche Mikrofon ausgewählt habe, nämlich das von meinem Computer und nicht das, was ihr jetzt gerade hört, von meinem Headset. Ja, deswegen, hörte sich das etwas bescheuert an. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht hochladen. Und deswegen müsste ich nochmal aufnehmen, aber da hatte ich keine Lust zu, deswegen nehme ich erst heute das auf. So, wir müssen hier rechts rein. SB91 Gladbeck Bottrop. Ach du Scheiße. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt für einen Gelenkbus. Naja, im Moment ist ja noch keiner drin, der meckern kann. Ist ja auch ganz positiv. Ist hier eine Ampel? Nö. Oh, gut, dass ich die Kollision ausgemacht habe, sonst wären jetzt voll Leute in mich reingefahren. Ja, wir sind jetzt schon. Ist das hier erst die Starthaltestelle? Tür auf. Ach du Scheiße, wollen hier viele Leute mit. Moin. Ach Mann, nein! Mann, das ist so ein behinderter Fehler. Wenn man die Fahrkarten ausmacht, kommt dieses Kind und stellt sich da trotzdem hin und will eine Fahrkarte haben, sagt aber nichts und will auch keinen Fahrschein richtig haben. Ich muss das ausmachen, den Fahrscheinverkauf. So. Und jetzt kann ich nämlich um sie einmal neu starten. Wir sehen uns gleich wieder, weil jetzt müssten die Fahrgäste einmal weg. Scheißdreck, Alter. Das ist so ein behinderter Fehler. Den finde ich richtig beschissen. Weil dieses Kind kommt einfach, bleibt stehen, legt aber kein Geld hin, will keine Fahrkarte haben und man kann mit T und Shift-T und so auch nicht die Fahrkarte rausgeben. Es bleibt einfach stehen und macht nichts. Und kein anderer kommt mehr durch, weil das Kind im Weg steht. Das ist richtig behindert. Ja, ich hoffe, das wird noch gefixt. So, machen wir mal auf letzte Stand der Karte laden. Ich bin mal gespannt. Ja, wie das gleich mit Fahrplan ist, ob der dann noch irgendwie automatisch weiterschaltet oben, dass der das gleich annimmt, dass wir schon am Bahnhof losgefahren sind, oder ob ich den Fahrplan gleich auch nochmal neu annehmen kann. Das wäre auch nochmal super. Ja, keine Ahnung. Aber sonst bin ich eigentlich, finde ich die Karte schön, nur es gibt halt noch so ein paar kleine Fehlerchen, wie man gesehen hat. So, jetzt habe ich Fahrkartenverkauf aus. Jetzt müssen wir einmal kurz warten, bis es lädt. Loading AI. Loading AI, AI, AI. So. Oh mein Gott, Standbild. Oh mein Gott, bitte nicht abschmieren, bitte nicht abschmieren, bitte nicht abschmieren. Dankeschön. Dann machen wir Facecheck noch einmal an. So. Und jetzt sollte das Kind nicht stehen bleiben. Weil man gar keine Fahrkarten mehr haben will. Guten Tag. Gucken wir bei Umschalt Z. Ah, ich weiß, was ich nicht gemacht habe. So. Noch 3,5 Minuten nur. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier gerade. Ja, ist das hier jetzt OB Hauptbahnhof? Und sollten wir hier vor 3 Minuten losfahren oder sehe ich das gerade falsch? Ach du Scheiße, wollen da Leute mit, Alter. So, jetzt kommen. Wir kommen viel zu spät an. Aber die Ansagen sind auch, wir sind noch bei OB Hauptbahnhof. Vielleicht ist hier erst Start. Und ich habe eben falsch gedacht. Ach, oh Mann. Wie viele. Ihr seid jetzt da nicht, ihr wollt alle mit. Das kann gar nicht sein. Ach du Scheiße. Wir kommen hier nach 5 Minuten erst los. Ja, guten Tag. Ich freue mich jetzt schon. Dann müssen wir gleich ein bisschen rasen. Aber wir können hier schön geradeaus durchziehen. Das ist ja so eine Strecke, die hier schön geradeaus geht. Ja, ich sag doch, 5 Minuten Verspätung fahren wir erst los. Nice. Gut, das ist. Das sagt aus, wie viel Vorbereitung ich hier reingesteckt habe, ne? Nämlich nichts. Ja, wir werden hier natürlich noch ein paar Routen fahren. Sobald die Straßenbahn rauskommt, wird es da auch ein Video geben, sofern ich Zeit dafür habe. So, jetzt können wir nicht los. Ups, das war der Blinker. Aber der kann ja auch gerne anbleiben.
Ihr seid schon alle drinne? Ja, ihr seid schon alle drinne. So, die Ampel haben wir jetzt mal nicht gesehen, weil ich habe keine Zeit. Ich finde es schade, dass man die Sitzposition hier nicht angepasst hat. Ich finde persönlich, man sitzt hier ein bisschen hoch drinne. Feuerwache. Entschuldigung, ich habe eben Wien 2 runtergeladen, 23a, deswegen bin ich noch Feuerwache. Ich bin noch ein bisschen im falschen Stimmendialekt. Beziehungsweise ganz andere Sprache eigentlich. Da bin ich noch ein bisschen drin, das tut mir leid. Da wird es auch Wien 23a werden wir auch noch fahren. Hier werden viele andere Linien fahren. Straßenbahnlinie, wenn sie rauskommen, werden wir fahren. Ja, das alles. Ich bin froh, dass wir hier eins haben, ohne dieses blöde Piepgerät, was da unten am Spiegel hängt, weil sonst wird es jetzt die ganze Zeit piepen, weil wir über 70 fahren. Das ist auch nervig, das Gerät, aber es gehört ja da auch ein bisschen dazu. Das zufallsgeneriert, ob das da ist oder nicht. Sind wir hier jetzt falsch? Hätten wir anders abbiegen müssen? Weil die Verspätung wird immer mehr und wir fahren gerade ins Nichts. Oder soll. Ah, nee, die Verspätung wird nicht mehr. Super. Das heißt, wir sind richtig. Ich finde auch das Gepfeife vom Wind super. Ja. Ja, auf jeden Fall 23a Wien werden wir auch fahren. 24a nicht. Weil. Das ist ganz ehrlich. Also 25 Euro für was ausgeben, was ich eigentlich schon mal für 25 Euro gekauft habe. Nur um einen Bus neu zu haben und dann die gleiche Linie nochmal nur in kürzer. Da habe ich keinen Bock drauf. Also da gebe ich kein Geld für aus. 23a ist in Ordnung, weil das ist eine neue Linie und zwei neue Busse. Ja, immer. Aber, ja, weiß ich nicht. Das 24a, das neue Add-on, werde ich mir auf jeden Fall nicht holen, weil da finde ich auch diesen Aufrüstpreis von 15 Euro zu viel. Für einen neuen Bus und dann eine Linie, die kürzer gemacht wurde. Also, nee, ganz ehrlich. Dafür werde ich keinerlei Geld ausgeben. Tür ist auch finden. Weiter geht's. Ja. Und schon ist die Verspätung, die ich eben wieder ein bisschen rausgefahren habe, schon wieder. Ja. Futsch, ne? Scheiße. Naja, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Ich hoffe, wir fahren nicht über Oberhof. Oder Goetheplatz. Weil bei mir ist es schon so gewesen, zweimal, sobald ich bei Goetheplatz runterfahre, ist alles weiß dahinter und die Karre verschwindet und ich bin auf einmal im Nichts drinne. Und ich darf Omsi neu starten. Und wenn ich Omsi neu starte, schmiert es wieder ab. Das heißt, ich kann von vorne anfangen mit der Route. Das ist zwischen Oberhof und Goetheplatz leider so bei mir. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist oder so, warum auch immer. Es ist bei mir auch so, ich habe jetzt 23 an neu gekauft. Auf einmal ist jetzt der Ulf, die Straßenbahn im Busauswahlmenü. Aber leider ohne Kennzeichen, ohne Fahrzeugnummer. Das heißt, sie ist nur im Auswahlmenü. Ich kann sie nicht auswählen und fahren. Das ist schade. Also, sie ist zwar im Auswahlmenü drinne, der Ulf. Die Straßenbahn, der Ulf, wie auch immer. Aber ich kann sie nicht fahren, weil dann kommt immer eine Fehlermeldung, sie müssen dem Fahrzeug eine Fahrzeugnummer geben und das gibt's halt nicht. So, machst du denn noch die Tür zu, oder? Irgendwie geht manchmal die Haltestellenbremse nicht raus, wenn ich drücke. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, jetzt funktioniert alles, weil, oh, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, ich raste aus. Das wäre ärgerlich. Boah, wir sind aber, Alter. Ja, also doch, wir sind voll, würde ich sagen, ne? Hier kann man gut rasen, hier kann man die Verspätung gut wieder rausholen. Ach, hier ist doch dieses Einkaufszentrum, ne? Ja, da drüben.
Da ist dieses geile Einkaufszentrum. Also wenn man diese Linie hier noch so macht, dass man sie mit der Straßenbahn fahren kann, das wäre richtig nice. Das wäre richtig geil, muss man sagen. Weil die Straßenbahn, wenn man hier Straßenbahn fahren könnte, das wäre geil. Weil die Route hier ist echt schön. So, Menschen, schneller. Ich merke gerade, ich stehe voll da im Dings drin, im Kannstein. So, hallo, komm rein jetzt. Och, wie viel, Mann, was ist das denn hier? So viele Menschen, das ist doch unnormal. Der Bus ist gleich voll, da will gar keiner, passt gleich gar keiner mehr rein. Ich fahre mit Gelenkbus hier. Och, wie viele Leute strömen denn da noch an hier? Was ist das denn? Grausam. Ey, in dem Bus will ich jetzt nicht sitzen. Also, in echt meine ich. Ja, moin. Ein bisschen falsche Region, ne? Moin. Ich wollte gerade sagen, du stellst dich jetzt hier genau wie dieses blöde Kind hin und sagst nichts, aber willst eine Fahrkarte haben, ey. Hier war ich in echt auch schon mal. Das ist sehr schön da. Dieses Einkaufszentrum ist Olga Park. Ist sehr schön, das Einkaufszentrum. Und auch die Umgebung ist sehr schön. Wir sind da ein bisschen spazieren gegangen. Das war schön da. Und an dieser Arena da drüben, die da hinten übrigens links eben war, da konnte man schön vorbeigehen. Dann kommt auch die Bahnlinie. So eine Bahnstrecke, wo auch Züge fahren, da kann man ganz nah rangehen. Da ist nämlich ein alter Bahnsteig. Da kann man ganz einfach raufgehen, aber da halten die Züge nicht mehr an. Da sind die früher angehalten. Denke ich mir mal. Auf jeden Fall ist da ein Bahnsteig, wo nichts mehr los ist. Wo so eine verwucherte Treppe hochgeht, aber die ist nicht so verwuchert, dass man denkt, man kommt da nicht hoch, sondern da sind einfach nur Büsche daneben. So eine ganz normale Treppe. Kann man hochgehen, fahren die Züge an dir vorbei. Gut, man sollte nicht zu nah rangehen, dann wird man umgenietet, aber wenn man gerne Züge nach. Hinterher guckt. Genau, und hier ist der Fluss. Also wenn man gerne Züge guckt, dann ist nochmal ein Fluss. Da war eine Autobahn. Also wer gerne Züge gucken geht und bei diesem Einkaufszentrum ist, der sollte dann mal in der Umgebung spazieren gehen am Fluss lang. Dann kommt irgendwann so eine Treppe nach links. Genau, da sind die Bahnschienen. Da geht nämlich die Treppe hin. Da kann man dann schön gucken. Ich hoffe, die Straßenbahn kommt bald raus. Oh, was wollen denn hier so viele Menschen mit? Das ist ja unnormal. Vielleicht können die wirklich nicht mehr rein hier. Das ist ja. Das ist ja. Das ja, also. Mal wieder richtig die Fahrerposition machen. So, rinn. Rinn mit euch. Hallo, Fahrgast. Also, oh, ups. Wer geht denn in den Bus rein und sagt, hallo, Busfahrer? Das ist ja auch ein bisschen komisch, ne? So. Schade, wir müssen hier abfahren, sonst hätten wir noch ein bisschen Zeit gut machen können. Halt die Fresse da hinten. Ohne Spaß. Och nee, hier ist so eine blöde Ampel. Och Mann. Ups. Gut, dass die Kollision aus sind, sonst wollten jetzt alle aussteigen wegen dem blöden Stillt. Dann hätten wir nochmal 5 Minuten gestanden, weil alle wieder raus wollen. Oh, ich glaube, die nächste Route fahren wir mal mit dem Solaris.
Ubino 18 Viertürer-Variante, damit der Fahrgastwechsel schneller geht, ey. Weil, oh, das ist ja grausam. Weil beim 18er wollen die auch zum Glück auch hinten einsteigen. Glaube ich, hoffe ich. Auf jeden Fall beim 15er. Beim Solaris Urbino 15, da wollen die bei 1, 2 und 3 überall einsteigen. Ich hoffe, das ist beim 18er mit 4-Türer-Version auch so. Dann geht der Fahrgastwechsel natürlich viel, viel schneller. Die Menschenmassen. Gut, ich muss mir hier die Befehle noch raussuchen, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann hat man jedenfalls nicht 100 Millionen Minuten Verspätung. Och, Meister, bitte. Nein, du bleibst jetzt nicht hinter dem stehen. Komm, er fährt. Du auch. Oh, 5 Minuten Verspätung. Oh, grausam. Aber, naja. Alltag in Gladbeck, würde ich sagen, ne? Wenigstens wollen die nicht mehr so viele Leute mit. Das war knapp. Nächste Haltestelle: Osterfeld Süd, Bahnhof. Eben habe ich ja noch irgendwas davon erzählt, dass ich hoffentlich nicht über Oberhof fahre. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, riskiere ich, dass Omsi abstürzt und alles im Arsch ist, nur dafür, dass wir vielleicht in Oberhof 3 Minuten Pause hätten und somit schon die Hälfte unserer Verspätung wieder draus hätten. Moin. Da, guck mal, perfekt, wird gerade grün. Können wir ja auch direkt weiter. Wäre sie nicht grün geworden, wäre ich niemals über Rot gefahren. Nein. Das habt ihr falsch gesehen, wenn ihr das jetzt denkt. Ja, gut, okay, ertappt. Egal. Ich werde manchmal zwischendurch ein bisschen leiser mitreden, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich sollte immer lieber immer gleich reden, weil sonst wird es leise, laut. Und manchmal übertöne ich dann den Spielsound nicht mehr und ihr versteht mich gar nicht. Das wäre ja ärgerlich. Es ist grün, fahr! 30er-Zone, Alter. Gut, dass ich die Kollision aus habe, Alter. Wie eng ist das hier bitte? Ja, und jetzt ist das wieder wegen unserem 3 PS Bus, kommen wir hier gar nicht schneller als 20 km/h hoch, ey. Super. Also nur mal so als Info, ich stehe gerade voll auf dem Gas drauf, ne? Den ist hier rot. Jetzt kriegen die Abbieger grün, ich krieg einen Herzinfarkt. Fährt aber auch komisch, ey. Naja. Gut, und jetzt sind wir schon bei 6 Minuten Verspätung. Nice. Also es sind sehr stramme Fahrpläne hier, das muss man sagen. Gut, vor allem, wenn man 5 Minuten zu spät losfährt, ist klar, dass man dann noch mehr Verspätung bekommt. Ach komm, Ampel, bitte. Jetzt kriegen die grün, ich raste aus. Für dieses eine Bummelauto, ey. Och Mann. Ich schwöre euch, wenn wir hier losfahren, haben wir 7 Minuten Verspätung. Nee, doch nicht.
Nur 6,5. Viel ja auch los ist, ey. Ich bin froh, dass ich nicht in der Gegenrichtung stehe. Stellt euch das mal vor, wir würden jetzt hier hinten dran stehen. Oh mein Gott, fahren Sie scheiße. Halt die Fresse, steig aus, wenn es dir nicht passt. Moin. Hallo. Irgendwie zu spät. Ja, ich weiß. Halt die Fresse. Was meinst du, warum ich zu spät bin? Weil die 100 Millionen Leute einsteigen wollen in den Scheißbus hier, Alter. So, meine Fresse, jetzt fahr! Du bleibst hinter mir. Ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Ich habe eh Vorfahrt, weil ich ein Bus bin und von der Haltebucht komme, dann habe ich eh Vorfahrt. Dann bleibst du ganz schön hinter mir da. Affe. Für ein Ding? Oberhausen, Revierpark, Fandau. Ja, alles klar. Ja, jetzt haben wir es nur noch. Was? Hauptsache oben steht, wir haben 5,7 Minuten und dann springt es auf einmal um auf 6,4. Alles klar. Das macht natürlich Sinn. Es wollen leider auch überall Menschen raus, dass man nicht mehr vorbeifahren kann. Guck mal, hier hätte nicht mal einer gestanden. Ach, weißt du was? Ich sehe nicht, dass der hier raus will. Soll er zur nächsten Haltestelle mitfahren? Ich weiß, ich fahre jetzt sehr unrealistisch, aber ich hasse es, so viel Verspätung zu haben. Das geht gar nicht. Wegen diesem tollen Signalton, der hier jetzt eingefügt wurde, der ja auch in echt so ist, dauert es ja nochmal 3 Sekunden, bis die Türen zugehen. Ja, du bremst, das ist mir jetzt völlig egal. Jetzt auf dem Standstreifen zur nächsten Haltestelle an dir vorbei. Ist mir sowas von egal. Denkst du, ich mach das. Immer diese Menschen, die denken, man macht das mit Absicht. Die gibt's ja leider auch in echt. Also, als ob ein Busfahrer mit Absicht. Ja, als ob ein Busfahrer in echt mit Absicht zu spät kommen würde. Das raubt auch nur seine Pause und seinen guten Ruf, nenne ich's mal. Also, das schadet ihm doch nur selber. Das macht doch keinen Sinn. Warum sollte ein Busfahrer mit Absicht zu spät kommen? Leute, die das denken, sollen mir bitte mal einen Grund dafür nennen, warum Busfahrer sowas tun sollten. Ohne Spaß. Verstehe ich gar nicht. Wie in 23a finde ich gut, das Addon, finde ich schön, habe ich keine Fehler gefunden bis jetzt, außer die Sitzpositionen sind so grausam in diesem Bus, ne? In diesen beiden Gelenkbussen, ne? Seit wann ist der Kopf hinter der Rückenlehne? Hier sitzt man gut drinne, hier sitzt man wenigstens vor der Rückenlehne. Zwar ein bisschen hoch, aber vor der Rückenlehne. Im Wien Addon sitzt man, wir müssen rechts. Hä? SB, nur bei Ticket, nee. Wir müssen geradeaus fahren. Seit wann ist der Kopf bitte hinter der Rückenlehne? Also seit wann ist mein Hals auf der Rückenlehne drauf, beziehungsweise sogar ein Stück dahinter? Seit wann ist das denn so bei einem Busfahrer? Oder bei einem überhaupt einen Mensch, der auf dem Sitz steht? Ach so, soll ich die Tür gar nicht aufmachen? Also, dass da niemand drauf geachtet hat. Das ist auch, wo ich mir denke, guckt sich das keiner an. Zum Glück gibt es im Omsi-Forum schon wie eine angepasste Sitzposition von einem User. Der hat das zum Glück gemacht. Das finde ich sehr nett und sehr schön. Aber, ey, das muss einem doch auffallen, dass der Kopf hinter der Rückenlehne ist.
Ah, hier wird's eine Spur. Na gut, okay. Ist jetzt ein bisschen blöd gewesen. Warum bleibst du stehen? Würde man den echt auch so machen. Oh, Scheißdreck. Jetzt ist das hier auch noch eine Abbiegerspur, ey. Dränge ich mich hier ganz schamlos rein. Naja, jetzt haben wir ein bisschen wenigstens wahrscheinlich, wäre ich hinter den anderen gewesen, wäre ich jetzt wahrscheinlich ein Auto hinter uns oder so. Naja, egal. Ja, nur noch 5,2 Minuten verspielt, das ist ja auch was. Vielleicht will gleich mal keiner raus, aber leider ist ja so, wenn der Bus voll ist, gibt's... Ach du Scheiße! Gibt's 28 Grad im Bus! Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen die Heizung an, ne? So. Ah Gott, das sind wir gar nicht. Mist! 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 Egal, jetzt stehe ich drin, jetzt kann ich auch durch und durchfahren. Jetzt wird die Temperatur, okay, jetzt sind wir schon bei 21 Grad. 28 Grad, ey, das. Oder habe ich mir im Verlesen stand nur 22, keine Ahnung, das wäre auch viel zu viel. Oh, ja. Schönes Kennzeichen. GLANP 981 ist auch schön. Oh, Mann. Ich hasse Ampeln. Auch wenn ich keine Verspätung hätte. Ich hasse es zu warten. Also wäre es ein Stau oder so, dann würde es nicht so schlimm finden, weil es dann ja noch. Weiß ich nicht, Stau finde ich ist was anderes. Weil dann es ja immer ein bisschen langsam weiter vorangeht, aber. Ampeln sind scheiße. Das war gerade mein Handy, was ich zur Seite geschmissen habe. Es will keiner raus. Es will auch keiner mit, oder? Wollt ihr mit? Nee. Oder doch? Keine Ahnung. Ich bin vorbei. Die rannten noch nach am Schild vorbei. Also denke ich mal, sie wollten nicht mit. Weiß ich nicht. Radradstraße? Die Nahtradstraße, okay. Schnell weiter, wir haben gerade was gut gemacht von der Zeit her. Komm, mach Tür zu hinten. Was mir am Bus auch manchmal aufgefallen ist, manchmal geht der Gang einfach nicht rein. Ich drück D, D ist auch eingelegt, aber auf dem Display steht immer noch N und der Bus fährt nicht. Das ist auch so ein kleiner Fehler am Bus. Pferdemarkt. Das ist eine Busspur, das ist eine Busspur. Oder? Scheiße. Das ist keine Busspur. Mann, oh. Das ist ja ein Abbieger hinter mir. Ich fahre mal ein bisschen hier dann vorbei. Ja, ist jetzt wieder auf den Kannstein gefahren. Na gut, okay, jetzt bringt's dem Abbieger auch nichts mehr. Na, der denkt sich jetzt auch da hinten. Hö, was will der denn? Was macht der? Ja, ich bin schlau. Wenn du jetzt gleich nicht fährst, nicht. Oh. Ich verzweifle. Ey, hat man einmal eine halbe Minute rausgefahren, schon kriegt man eine neue Minute drauf, ey. Oh. Ist ja. Also. Ist ja grausam. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist hier ja. Oh, Scheiße. Ja, grün, komm. Los, 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 los. Wartest du auf mich? Das ist nett von dir.
Nehmen wir raus. Ja, die zweite Tür bleibt mal zu, nice. Was soll das eigentlich? Haben Sie Ihren eigenen Tatort oder was? Ey, was soll das, dass du hier mich blöd von der Seite anquatscht, ey? So, Bus hat Vorrang. Ich fahr jetzt einfach, ist mir egal. Kollisionen sind eher aus. Ey, was soll das, ey? Meine Fresse, hier. Niemand lässt mich rein. Oh. Grausam, ey. Ist der Benz jetzt eigentlich hinter mir oder wird er die ganze Zeit in mir drin weiter mitfahren? Fährt die anscheinend die ganze Zeit in mir drin. Ne? Hinter mir ist er nicht. Ey, was bremst du hier so runter, meine Güte? So, wir sind die SP91. SP91 Zop nach GLA. Wir sind nach GLA. Ach du Scheiße. Und hier wollen wieder Menschen mit. Moin. Hallo Busfahrer. Ja, hallo Fahrgast. Wir haben nur noch 2,2 Minuten Verspätung. Ja, wir hatten hier Aufenthalt. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Das ist geil. Das ist super. Jetzt haben wir ja schon mal wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Zwar nicht wegen uns, aber wir gucken mal, wir drücken mal kurz einfügen. Steht da irgendwas von Oberhof? Nee. Doch, Goetheplatz, wir fahren auch Goetheplatz, aber nicht Oberhof, sondern aber wir fahren Goetheplatz. Ja, also es kann sein, dass wir, dass es trotzdem noch sich aufhängt und abschmiert. Ah ne, warte, das war gar nicht am Goetheplatz, wo man Aufenthalt hatte, ne? Scheiße, ich denk gerade an was Falsches. Ich weiß gar nicht, wie es da hieß. Goetheplatz war was anderes. Oder war das Oberhof? Wo ich gerade von rede. Ich glaube, das war Oberhof, wovon ich gerade rede. Ja, doch, scheiße. Mist. Weil nach Goetheplatz sollte Oberhof kommen. Also jedenfalls danach kommt's und das steht hier leider nicht drauf. Goetheplatz und dann Bahnhof Ost. Ja, kacki, ne? Ich fahr jetzt einfach, wir sonst haben wir schon wieder 3,5 Minuten, ey. Fahren tut ja auch keiner, der mich blockieren könnte oder den ich denn somit blockiere. Nächste Haltestelle am Trapez. Wir müssen rechts, wenn ich es richtig sehe. Ne, warte mal. Hä? Moment. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ach, SP91 Gladbeck da lang. Ach immer, warum ist denn jede Ampel rot in diesem Spiel? Warum ist denn das Spiel gegen mich? Was habe ich dir getan, Omsi? Wie viel Grad haben wir es im Bus? 22 Grad, obwohl ich die... Was? 22 Grad, obwohl ich volle Pulle. Ich hab. Volle Pulle kalt. Volle Pulle kalt. Und ups, nee, ey. So, jetzt das wieder anmachen. Und dann Leertaste drücken und dann. Oh, schon auf die Kreuzung gefahren sein. Ja, schade, dann müssen wir jetzt wohl weiterfahren. Jetzt blöd, aber naja. Und da bewegen sich wieder Leute, ey. Das bedeutet, wir wollen Leute mit, Mann. Oh Gott, ich bin hier viel zu schnell. Ja, nö, ehrlich sein ist hier nicht in dem Bus. Und sagen darf man ja auch nichts. Meinungsfreiheit gleich null. Hier, komm. Scheiß Kind. Oder beziehungsweise erwachsene Frau mit Kinderstimme. Was auch immer du sein sollst. Frag mich, wie das mit so Ansagen ist. Gibt's denn so ein Casting, wo dann so aufgerufen wird, suche Omsi-Stimmen, die Ansagen sprechen, beziehungsweise Menschen? Ist das so ein Casting oder nimmt man dann einfach der Mapbauer irgendwelche Leute, die er kennt? Oh Mann, warum ist denn jede Ampel in diesem Spiel rot? Das kann doch. Aha. So, komm.
Du hast grün. Verkehrschaos, ich liebe es. Alter, was ist hier denn los? Guckt euch das mal an da drüben, ey. Kein Wunder, dass das nicht so gut läuft. Warum ist denn hier so viel Verkehr? Jetzt vibriert mein Handy noch, ey. Wollt ihr mit? Ja, wollt ihr. Moin. Das sieht jetzt nach Überland hier ein bisschen aus. Ich hoffe, jetzt kommt mal ein bisschen Überland, wo man rasen kann. Hoffentlich, bitte. Ich brauche das. Ich brauche Zeit. Schade, nicht Überland. Ob da wieder einer raus will. Meine Fresse, das kann doch nicht sein. Oh Mann. Das wird ja langsam grausam, immer hier anzuhalten, ey. Da. Kann ich lesen, RW irgendwas Zentrale. Das sehe ich nicht ein. Wegen dir da runter zu bremsen, weil man beim Spurwechsel ja auch unbedingt auf 3 km/h runter bremsen muss. Was macht ihr hier denn, ihr Torfköpfe, Alter? So, wo rennt ihr ganz hin? Drei Minuten. Das wird weniger. So, kommt du zu da hinten. Ja, also das Knattern, was ihr vielleicht im Hintergrund hört, ist mein Lenkrad, was sich auf dem Boden bewegt. So, wir haben 22 Grad hier immer noch drin, ne? Obwohl ich volle Pulle kalt anhabe. So viele Menschen sind hier drin, ne, die die Wärme mit reinbringen. Das ist grausam. Ich kann die Klappfenster wahrscheinlich auch nicht aufmachen, weil so viele Menschen im Weg sitzen. Oh,
ich stehe wieder im Auto drin, naja, egal. Och, meine Fresse! Jetzt düdelt da die ganze Zeit mein Handy, ey. Grausam. Ich hab Durst. Mami, ich hab Durst. Ich mach die Tür auch sofort wieder zu, sobald die aufgeht, weil die Zeit, die die hier da meh macht, können die Leute ja noch aussteigen, das reicht vollkommen. Kann ich nämlich schnell weiterfahren. Da vorne ist schon die nächste Haltestelle. Och Mann! Ihr könnt doch nicht immer jede Haltestelle raus wollen, meine Fresse. Das wird eine anstrengende Fahrt irgendwie. Nicht wegen der Verspätung, sondern ich habe keinen Bock, überall immer anzuhalten. Ich will jetzt auch mal fahren. Ich fahre jetzt seit irgendwie einer halben Stunde gefühlt nur geradeaus und halte jede 10 Meter an. Das ist irgendwie auch langweilig gerade. Ich bin der Meinung, nachher wird es, wenn wir Gladbeck langsam nach Gladbeck kommen, dann wird es langsam enger und so. Und man biegt öfters ab und so. Das wird dann mehr Spaß machen als jetzt im Moment. Ja, ich sehe mal wieder kein. Ich sehe kein Haltestellenschild. Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir fahren ja schon mal ein bisschen länger jetzt. Geil, hier konnten wir jetzt mal ein bisschen Verspätung rausholen, ne? Super. Und schon sind wir unter 2 Minuten. Wahrscheinlich, wenn wir los sind, sind wir wieder bei 2,3 oder so. Aber ja, besser als 3,3. So. Oh fuck. Jetzt kommt ihr erst. Oh mein, seid ihr langsam. Ich sag doch, wir fahren bei 2,3 wieder los. Ja, guten Tag. Ey, wenn die Aufnahme nicht geklappt hat, ich raste so aus, Alter. Ich schwöre euch, ich schmeiß irgendwas an die Wand. Naja, obwohl, ihr wisst es dann ja gar nicht, dass ihr irgendwas an die Wand schmeißt, weil ihr die Aufnahme dann ja nicht seht. Naja. Da wurde gerade grün, super. Dann haben wir uns auch an die Verkehrsregeln gehalten. Hier will keiner rein und keiner raus. Das ist auch super. Dann können wir direkt weiterfahren. Ach, ja. Ey, was macht ihr denn jetzt hier? Och, meine Fresse, ey. So, komm, Mutti, gib Gas hier, Omi. So, wir müssen SB91 nach Gladbeck geradeaus. Hat keiner gesehen, keiner gemerkt, super. Ah, wird jetzt auch grün, jetzt fahren die anderen hinter mir auch. Guck mal, jetzt ziehe ich vor dem noch rein, super, sonst wäre ich da auch wieder hier aufgeschmissen gewesen. Und die Verspätung wird weniger, geil.
Also dafür, dass wir mit 5 angefangen haben und bei 6 waren, bin ich, finde ich es gut, dass wir jetzt wieder bei. Perfekt, jetzt will hier auch keiner mit. Ey, super. Super, super, super. Ja, Überland. Yay, Rasen. Uiuiui. Zeit rausholen. Wenn jetzt wieder keiner drückt. Stehen tut da auch keiner. Oh, aber vielleicht muss ich hier abbiegen. SB, nee, geradeaus. SB 91. Guck mal, nur noch 09, ey, geil. Geil. Irgendwie habe ich das Gefühl, Omsi ruckelt döller, wenn ich schneller fahre. Was ja eigentlich auch nicht sein kann. Wenn ich mir einen Simulator kaufe, will ich so. Uah, Omi, 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 Omi. Wollte Omi mit? Keine Ahnung, egal, jetzt bin ich an Omi vorbei. Bahnübergang. Oh. Hier? Ja, hier waren wir. Oh Gott! Maria-Theresien-Straße. Hier wollen aber Leute mit. Guck mal, wir sind bei 0-0. Perfekt. Jetzt können wir F2 gehen und mal gucken. Umdrehen. Auch noch aufmachen und dann einmal sind wir jetzt hinten. Na, sind wir nicht. Bin ich denn hier? Ist auch Klappfenster? Nee. Jetzt bin ich hinten. Jetzt kann ich hier das Klappfenster auch aufmachen. Dann gehen wir ganz schnell nach vorne, machen die Tür zu und fahren weiter. Jetzt haben wir natürlich auch wieder Verspätung bekommen. So schnell. Naja, aber nur ein ganz bisschen. Also, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, also die Geräusche sind vom Lenker. Da muss ich mich nochmal darum kümmern, dass das ein bisschen sich anders anhört. Ja, aber ist jetzt auch nicht so mega schlimm. Ich denke mal, ihr hört das wahrscheinlich gar nicht, aber naja. Sogar Verfrühung, ey. Nice. Nice, nice. Na, die werde ich jetzt auch nicht unbedingt abwarten, weil ich weiß ganz genau, irgendwann wird es wieder der Zeitpunkt kommen, wo wir zu spät sind, weil irgendwo eine rote Ampel ist oder so. Also, wenn es nicht über einer Minute ist, dann warte ich das nicht ab. Ja, dann nicht, ne? Wenn ihr nicht mit wollt, dann eben nicht. Och nee, du Wichser. Du Wichser, Alter. Ja, und der bleibt hier stehen. Was ist das denn? Penner hier, Alter. Warum? Aber wir müssen geradeaus weiter. Warum bleibst du denn da stehen? Was ist denn los bei dir? Nice, und jetzt wird hier grün, ey, super, 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 super. Ellinghorster Straße. Das nehme ich jetzt mal so auf, als wenn du noch hier raus wolltest.
Wahrscheinlich hätte ich erst die nächste anhalten müssen da vorne. Oder so, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ist auch egal. Und Manni möchte natürlich mit. Oh mein Gott, was ruckelt das hier jetzt so? Ich glaube, wir kommen wir langsam in Richtung Innenstadt, ne? Wir müssen geradeaus. Warte mal, ich muss einmal kurz escape. Ich hab gesagt, einmal escape. Ich hab gesagt, escape. Einmal andere Einstellungen nehmen. Oh, jetzt ist ein Fast Track ausgegangen. Ups. Zack. So, wenn hier grün ist für die Autos, ist für Busse auch grün. Ja, okay, das war jetzt schwungvoll. Wörthelsburger Straße. Ja, weil. Freilich, ne? Muss ich hier anhalten? Na doch. Muss ich. Möchte jemand mit? Ja, möchte jemand raus? Ja. Also würde ich sagen, spulen wir die Minute mal vor. Hallo. Moin. Was du kennst, nicht mit? Oder warum stehst du da? Ja, bleibt halt stehen. Wo sind wir denn gerade? Einfügen. Wir sind bei irgendeiner Schule. Blöd. Wie ist das hier? Wittinger Schule. Wo ist es denn? Da oben. Stadtbad. Oh, dann sind wir ja gleich am Willi. Dann sind wir ja gleich. Wir sind ja gleich an diesem blöden Goetheplatz, Alter, oder wie der heißt. Mal schauen, ob es da weiterläuft. Ich hoffe, dass es da nicht wieder abschmiert. Das wäre ziemlich ärgerlich. Weil dann muss ich nämlich neu anfangen, weil, wie gesagt, Bahnhof. Was heißt Bahnhof? Müssen wir einen Bahnhof? Ich glaube nicht. Nee. Wird nicht so, als wenn wir nach Bahnhof müssen. Nach Lana? Um sie? Bitte? Aha. Ich hoffe, am Goetheplatz ist es jetzt nicht so, dass wieder alles abschmiert.
Bitte. Das wäre toll. Ach du Scheiße. Der Moment der Wahrheit gleich, ne? Oh oh, Omsi hobelt. Warum hobelt der Bus? Hinter der Kurve kommt der Kreisel, wo dein Goetheplatz ist. Ich hoffe, es schmiert nicht ab, bitte. Bitte. Das wäre so ärgerlich, aber es könnte sein, weil jetzt noch Aufnahme dran ist, das noch mehr belastet. Das ist noch mehr hier belastet. Oh, hoffentlich nicht. Neues Rathaus, auch schön, ja. Und wann, da wird Tannenbaum. Oh, bitte nicht abschmieren. Warum, was kommt dir jetzt hier alles aus der Tür gelaufen? Goetheplatz. Nee, für den Brandplatz, stimmt gar nicht, Goetheplatz. Das kommt erst gleich. Da ist der Kreisel. Dann nicht mit, dann nicht. Und wir müssen geradeaus oder rechts. Hallo? Aha. So, wir müssen rechts, richtig? Richtig. Ne, es sieht nicht so aus, als wenn es abschmiert. Die Texturen sind nicht weiß da hinten. Geil. Geil, geil, geil. So, müssen wir hier vorne anhalten? Nein. Hier müssen wir anhalten. Bin ich froh, dass es hier nicht abschmiert. Beziehungsweise nicht so aussieht, als wenn es abschmieren wird. Ach, jetzt geht doch nur so eine Troller mit, ey. Aber wir haben ja 2 Minuten Standzeit, ja. Dann würde ich sagen, das spulen wir mal vor, ne? 1, 2, zack. Schon gibt es wahrscheinlich neue Leute, die mit wollen, ja. Bleiben wir hier nochmal 2 Minuten stehen. Jetzt wird es wie kälter im Bus, zum Glück. Ja, Hauptsache sie piept ab, wenn ich die Tür zumache. Alles klar. So, wir müssen nicht nach Oberhof, wenn ich das richtig sehe. Habe ich auf dem Fahrplan jedenfalls nicht gesehen. Alle Linien Bühr. Alle Linien Bühr und Oberhof. Ostbahnhof. Das ist Bühr Rathaus geradeaus. Ach, da steht sogar unsere Linie SB 91. Steht sogar dran. Super. Oh oh. Oh, ich darf gerade sagen. Ich schmier jetzt doch noch ab, aber nee, zum Glück nicht. Also wenn jemand weiß, warum der Ulf in meinem Auswahlmenü drin ist, dann soll das bitte in die Kommentare schreiben. Und auch, ob man es irgendwie schafft, ihn fahrbar zu machen, bevor Gladbeck, die Straßenbahn für Gladbeck rauskommt. Also ob man denen irgendwie eine Fahrzeugnummer geben kann, sodass man ihn spawnen kann. Das wäre ziemlich nett, wenn jemand das in die Kommentare schreibt, der es weiß. Das wäre gut. Und ich merke gerade, ich stehe auf dem Kannstein. Super. Ich mich frage, warum sind die FPS so schlecht im Wien-Addon? Insgesamt Wien 1, was es gab, und als auch Wien 2, 23a. Warum sind
die FPS so schlecht. Die FPS sind genauso wie hier gerade. Aber die Karte ist nur halb so groß. Also, Quatsch, was rede ich? Halb so groß. Die ist vielleicht ein Zehntel so groß wie diese Karte hier. Warum ist das so? Bisschen geradeaus. St. Johanneskirche. Da wird grün für uns. Können wir weiterfahren. Grad im Bus ist auch noch in Ordnung. Oder wollen noch jemand mit? Guten Tag. Nee, nicht mehr. So, eine Minute vorstellen, einmal. Zack. Jemand rein noch? Nein. Super, dann können wir los. Oder doch? Doch, Kind. Oh, und Omi. So. So lange kann es aber eigentlich nicht mehr dauern. Eigentlich sollten wir uns jeden Moment, was heißt jeden Moment, aber bald da sein. Wie spät ist jetzt? Können wir kurz Pause machen? Ja, wir können kurz Pause machen. Dann mal kurz einfügen drücken. Wir sind Krusenkamp. 8 Uhr 9 und wir sind Buratos 8 Uhr 21, also noch, naja, 10 Minuten noch. Das geht ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir dann insgesamt gefahren sind. Lange. Anscheinend wollen die alle nach Buratos, ey. Die bleiben ja hier sitzen. Tapfer bleiben sie sitzen. Das ist ja kurios. Dafür, dass es nur noch ein paar Haltestellen sind, bleiben die aber tapfer sitzen. Grad, dann können wir langsam mal das Gepuste hier abstellen. Nee. Hab ich jetzt aus? Nee. So. Puste aus. Ampel ist wahrscheinlich grün. Nee, noch nicht. Doch, jetzt wird grün. Ah, super. Ah, mit Lenkrad fahren und dann hier die Knöpfe schon mal stehen zu haben vom Dashboard ist schon geil. Also muss man sagen, wer das auch machen will, der
Es macht viel Spaß, viel mehr Spaß, als wenn man so fährt. Ich weiß noch früher, habe ich gesagt, habe ich zu meiner Mutter gesagt, guck mal der da, der hat ein Dashboard. So verrückt bin ich ja zum Glück nicht. Und dann irgendwann nach einem Jahr Omsi spielen, wird's irgendwann kam der Drang, dass ich auch ein Dashboard haben will. Und ja, jetzt habe ich auch ein Dashboard hier stehen. Ah, das war orange. Glaubt mir, also wenn ihr sagt, sowas würde ich mir niemals holen, wartet erstmal ein bisschen ab. Vielleicht holt ihr euch's doch irgendwann. Ich habe auch gedacht, sowas hole ich mir nie. Das ist ja verrückt. Ja, ich bin verrückt. Es bleibt 18 Grad wegen dem Fenster offen. Das finde ich gut. Wahrscheinlich hatte ich die Lüftung noch auf Auto gestellt oder so da unten. Und deswegen hat die Lüftung gar nichts gebracht, sondern es waren nur die ganze Zeit nur Fenster. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Ehrenkamp ist. Konnte ich jetzt nicht lesen. Ich sehe es nicht. Das nur. Ah, schade, die ist jetzt nicht mehr rot, die Ampel. Aber wir sollten jeden Moment zu Ende sein. Unserer Fahrt. Böhrenkampfstraße. Hier ist eine Baustelle. Böhrenkampfstraße. Da, ja gut, dann. Hä? Warum war da jetzt ein Poller? Wenn wir jetzt sofort wieder rüberfahren dürfen, da war doch jetzt gar nichts. Oder sehe ich das falsch? Nö, gut. Waren da einfach nur so Poller und man sollte einmal kurz rüberfahren. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Naja, keine Ahnung. Ach du Scheiße, ist hier viel los, Alter. Oh, da geht das Geruckel wieder los. Alter! Ja, fahr halt ab, ohne zu blinken. Ja, du kannst einen Mercedes, einen dicken Benzer, da brauchst du nicht blinken, ne? Ich habe auch einen dicken Benzer. Meine Fresse, sei doch ruhig, Fettwanz da hinten, Alter. Nimm du mal lieber ab, Alter. Fettes Stück Scheiße, ey. Kannst halt zu Fuß gehen oder selber fahren, ganz ehrlich. Finde ich, ist das Meckern manchmal ein bisschen. Ich finde das Ruckeln, das, Quatsch, das Ruckeln, was rede ich? Das Meckern ist manchmal ein bisschen übertrieben um sie. Also, ich habe noch nie einen echt hören, im Bus gesehen oder gehört, der geschrien hat: Boah, fährt der Scheiße oder sowas. Oder hast deinen Führerschein gewonnen oder was? Das habe ich noch nie gehört im Bus, auch wenn jemand mal Döller bremst oder so. Natürlich ist es schon ein bisschen lustig, aber manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Sieben Minuten noch. Dann sind wir da. Wir haben eine Minute Verspätung, also wahrscheinlich nur 8 Minuten. So, komm, los. Ohne Blinken hier, Alter. Meine Güte. So, Dorstener Straße. Bisschen früher, aber naja.
Na, jetzt ist die Verspielung wieder weg, also sind wir ja noch sogar in der Zeit. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Alllinienbühr geradeaus. Dann steht da hinten Alllinienbühr rechts. Na toll. Ja, super, jetzt steht da drüben auch alles voll. Wir können ja mal blinken, vielleicht lässt er uns ja rein. Für Bahnhof wollen wir nicht, wir wollen nach Bühr Rathaus. Dann steht hier nochmal Bühr Bahnhof, wir wollen aber nach Bühr. Oh Gott, Alter, was ist das denn für ein Kannstein hier, Alter? So, wir müssen hier anhalten. Sowas wie eine Heizung hier im Bus. Ist ganz schön kalt hier. 16 Grad. Ich hab eine Heizung, aber wir können ja die Dinger mal wieder zumachen hier. Wir haben hier so viel Verspätung haben wir auch nicht. So, dann wird's hier mal ist. Oh, Omi. Sorry. Da ein echt so ein hoher Kannstein ist, ich glaube das ja nicht. Fünf Minuten noch, dann sind wir an der Endhaltestelle. Langsam ist dieses Fieber da, wo man so denkt, ja da. Man hört meinen Blinkerhebel, wo ich dran spiele. Langsam reicht's auch. Also irgendwann, ich habe ja vorhin schon die ganze Zeit um sie gespielt, Wien durchgetestet, hier Linien, welche sind schön, welche nicht so. Na, was heißt welche nicht so, aber ein paar Linien angeguckt, die fand ich hier schön, die fahren wir jetzt einfach. Oder sind wir jetzt ja gefahren? Ja, weiß ich nicht. Irgendwann hat man keine Lust mehr auf Omsi und so. Irgendwann reicht's. Gleich schön ein paar Videos gucken einfach und dann Kekse essen. Was Leckeres zu trinken holen. Das ist schon geiler. Müde bin ich auch. Ich bin extrem müde, warum auch immer. Kann sein, dass ich gestern einfach bis 12:30 auf war oder so. Also wenn ihr das seht vorgestern. Oh. Nicht in den reinfahren. Meine Finger machen lustige Geräusche. Okay, reicht jetzt auch. Okay, reicht auch mit lustigen Geräuschen. Ich höre lieber auf. Ah! Oh mein Gott, Alter, das Nachladeruckler. Oh, Parkhaus. Cool.
Endhaltestelle. Warum sagst du nicht Endhaltestelle? Das macht keinen Sinn. Endhaltestelle, wir sind am Ende. Also ich bin am Ende. Oder wir fahren wir zum Hauptbahnhof. Nee. Alle Linien Bürgerrathaus. Wir fahren Bürgerrathaus. Links. Ne, wir können leider nicht links fahren. Nein, da kein Freizeichen. Nein, nein, bö. Ist das schon nicht der Bahnhof, das dicke Ding da? Nicht? Okay. 14 Grad im Bus nur noch. Okay, langsam wird es wirklich kühl. Na egal, gleich ist die Fahrt ja auch schon zu Ende. Können die durchgeschwitzten Fahrgäste jetzt mal ein bisschen wieder abkühlen? Ich meine, 28 Grad vorhin waren ja nicht gerade wenig. Beziehungsweise 24 oder so sind ja auch nicht gerade wenig. Ich bin so ein Schwitzer. Also ich schwitze 15 Grad und knalliger Sonnenschein. Ich fange an zu schwitzen. Auch in T-Shirt, kurzer Hose. Das ist ein bisschen blöd. Das nervt manchmal. Weil das in manchen Situationen echt ekelhaft ist. Also an heißen Tagen ist es völlig egal, da sieht jeder so aus, aber 15 Grad und man ist, hat kurze Hose an oder so und andere Leute rennen nicht in kurzer Hose. Okay. Da ist die Fahrplanauswertung. Ich würde sagen, wir fahren noch dann zur Endhaltestelle. Ja, die Ampel habe ich jetzt einfach mal nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Welche halt, wo, hä, dürfen wir nicht rein? Ah ne, wir müssen außen rum fahren. Ah ja, doch, stimmt, jetzt kommt die sehr, 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 sehr enge Kurve hier. Das ist hier extrem eng. Ich glaube, da kommt man mit dem Gelenkbus, ohne den Kannstein mitzunehmen, gar nicht um die Ecke rum. Oh, seh, nicht abschmieren auf den letzten Metern. Also hier schon, aber ich meine hier jetzt nicht. Hier ist nämlich extrem eng. So, alle Linien Bürgerrathaus, ja. Bin ich auch. So, stopp langsam und jetzt rum ein bisschen und jetzt voll einlenken. Jetzt wieder wegnehmen. Jetzt muss ich gucken, wo ich überhaupt hin muss. Und jetzt voll wieder einlenken. Knickschutz geht an. Ha! Ich hab's geschafft, ohne auf den Kannstein zu fahren. Das funktioniert doch. Okay, super. So, jetzt muss ich hier nur noch rein. Ja, dann sind wir auch schon da, ne? Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonnieren. Wir werden demnächst auch noch auf dieser Karte fahren und Wien 23a werden wir auch noch fahren. Also freut euch da schon mal drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!